Hallo, ich bin Ursula. Wie schön, dass du hier bist. Wir treffen uns hier heute und jetzt auf der Yogamatte, weil wir unseren inneren Werkzeugkasten sortieren wollen. Wir werden die nächsten 10 Wochen zusammen auf eine Reise gehen. Wir fangen mit Yoga langsam an, steigern uns dann zügig und egal, ob du kompletter Anfänger bist oder fortgeschritten, du wirst dir genau den Teil von der Reise mitnehmen, den du brauchst. Yoga ist ein großer Teil meiner persönlichen Freiheit und auch meiner Stärke. Aus körperlicher Sicht wird dir Yoga helfen, abzunehmen, besser zu schlafen, dich stärker zu fühlen. Und aus seelischer Sicht wird Yoga dir helfen, dich aufzurichten, eine Haltung zu finden, die dich bestärkt und beschützt in dem, was du sowieso schon bist. Also bleib nah bei mir, triff dich so oft wie möglich mit mir auf der Yogamatte. Aber ganz ehrlich, 10 bis 15 Minuten am Tag hat jeder von uns. Ich verspreche dir aus vollem Herzen, dass der Weg des Yogas für dich zu 100% funktionieren wird. Und darauf freue ich mich schon. Und jetzt fangen wir an. So, hier sind wir nun, mein wunderbares Yoga-Team. Die Anja zu meiner linken Reisekauffrau macht Yoga zur Entspannung, will fit werden und ein bisschen Gewicht verlieren. Irene zu meiner rechten, Kulturmanagerin. War Tänzerin, kann sich sehr schön bewegen, liebt es sich zu bewegen und will auch ein bisschen am Gewicht knabbern. So, jetzt möchte ich noch gerne was zum Atem sagen. Beim Yoga atmet man immer durch die Nase ein und aus. Und zwar möglichst gleichmäßig, ganz sanft ein- und ausatmen. Es gibt beim Yoga auch den sogenannten siegreichen Atem, Ujjayi-Atmung. Das ist die zweite Stufe. Und die macht man, indem man sich vorstellt, dass man einen Spiegel anhaucht, also und dieses Gefühl bei geschlossenem, das zieht sich hier so ein bisschen zusammen, bei geschlossenem Mund einfach weiterführt. So, von hier aus würde ich sagen, stellen wir die Beine mal hüftbreit. Wir öffnen die Beine hüftbreit. Das kann man sehr gut ausmessen, indem man die beiden Handrücken nebeneinander zwischen unsere Füße stellen. Lassen den Kopf gleich mal locker. Die Knie sind gebeugt. Wir sagen einmal ja, nein. Und vielleicht schütteln den Kopf aus, atmen ein, beim nächsten Ausatmen kommen wir langsam Wirbel für Wirbel nach oben gerollt. Und oben angekommen, die Schultern nach hinten und unten rollen und einmal so richtig stehen. Das hier ist die Berghaltung. Die Berghaltung zeichnet sich aus, dass man sich wirklich vorstellt, dass man verwurzelt ist mit der Erde, ganz fest verwurzelt. Wir stehen fest, das Becken ist eher nach innen und unten gekippt, als dass wir ausrutschen, nach hinten ins Hohlkreuz gehen. Also achtet darauf, dass ihr wirklich das Becken nach unten und innen zieht. Also eher den Bauchnabel zur Wirbelsäule atmet. Das ist die Grundhaltung. Von hier, die Schultern sind entspannt. Wir atmen immer durch die Nase ein und aus. Und jetzt atmen wir ein, ziehen die Schultern so hoch es geht an die Ohren. Ausatmen, fallen lassen. Nochmal einatmen. Nach oben, ausatmen, fallen lassen. Einatmen, nochmal nach oben und loslassen. Kopf kreisen, Blick nach oben zur Decke. Einatmen, über rechts einen großen Kreis, über die Mitte. Einatmen, zurück zur Ausgangsposition, andere Seite, Blick nach oben und über links. Ausatmen. Durch die Mitte und wieder in der Mitte ankommen. Schulterkreisen. Einatmen nach vorne und oben, ausatmen nach hinten und unten. Nochmal. Einatmen nach oben und ausatmen nach hinten und unten. Und ein letztes Mal. Einatmen nach vorne und oben, ausatmen nach hinten und unten. Dreimal. Hände ausschütteln. Hände vor dem Herzen falten. Hier kommen wir zu einer Stelle in meinem Programm, wo wir innehalten und die Energie auf etwas lenken, das uns bewegt. Das tun wir jetzt. Wir sammeln Energie, fokussieren und dann widmen wir unsere Yogastunde einer Person oder einer Sache, die uns heute am Herzen liegen. Vielleicht bist du das ja selbst.
Einatmen, beim nächsten Ausatmen nach unten setzen, in den Schneidersitz. Man kann, wenn das ungemütlich ist, rechtes Bein nach vorne, auch ein Kissen nehmen, um besser zu sitzen. Irene, vielleicht machst du das mal. Wir sitzen ganz gerade und fangen mit der ersten Übungsfolge an. Wir reiten nämlich mit einem Kamel durch die Wüste, zumindest bildlich. Einatmen nach vorne über die Sitzhöcker und ausatmen nach hinten, den Rücken runden. Einatmen nach vorne, das Brustbein öffnet sich. Ausatmen nach hinten, rund. Einatmen nach oben. Öffnung und ausatmen, rund werden. Und zurück zur neutralen Position finden. Von hier die Arme einatmen, parallel zum Boden. Ausatmen, die Handinnenflächen nach außen drehen. Und beim nächsten Einatmen die Hände gerade über den Kopf strecken. Ganz groß werden. Und tief und sanft durch die Nase ein- und ausatmen. Eine super Übung, um die Schultern auch zu entspannen. Wer viel vor dem Computer sitzt, Hände lösen. Und die linke Hand auf rechtes Knie, rechte Hand hinter dem Steißbein, ungefähr 10 cm versetzt abstellen. Einatmen, groß werden. Und ausatmen, twisten, Blick nach hinten. Nochmal einatmen, groß. Und ausatmen, ein Stück weiter twisten. Und ein letztes Mal groß werden. Einatmen und ausatmen nach hinten. Und einatmen, lösen. Beim nächsten Ausatmen mit den Händen so weit wie möglich nach vorne wandern, so weit es irgendwie geht. Wir atmen ein und wenn wir an unserer eigenen Grenze angekommen sind, entspannen wir den Kopf, die Stirn in Richtung Boden senken. Und hier mal einfach tief und sanft durch die Nase weiteratmen. Das Gesicht ist weich, der Kiefer entspannt. Beim nächsten Ausatmen langsam zurückwandern. Hände wieder auf die Knie und das Bein wechseln. Anderes Bein nach vorne. Hände auf die Knie ablegen und wieder den Kamelritt. Einatmen, Brustbein öffnen. Ausatmen über die Sitzknochen, den Rücken runden. Einatmen, öffnen. Ausatmen. Kinn zum Brustbein, rund, einatmen, darauf achten, dass die Schultern immer entspannt bleiben und ausatmen, runden und einatmen, in die neutrale Position kommen, einatmen, die Hände parallel zum Boden, ausatmen, Handinnenflächen nach außen drehen, einatmen, die Hände gerade über den Kopf strecken. Und tief und sanft durch die Nase ein- und ausatmen. Das Gesicht ist dabei weich und ihr achtet darauf, dass der Atem so gleichmäßig wie möglich beim Ein- und Ausatmen ist. Man kann ihn auch ausziehen. Und Arme loslassen. Nun andere Seite twist. Rechte Hand auf linkes Knie. Linke Hand 10 cm hinter dem Steißbein auf dem Boden einatmen. Groß werden, so groß es geht. Ausatmen, langsam nach hinten twisten. Einatmen, nochmal innerlich wachsen, vielleicht auch äußerlich. Und ausatmen, nach hinten drehen. Einatmen, nochmal. Und ausatmen, twisten. Bei jedem Twist zünden wir unsere Verdauungsfeuer an übrigens. Loslassen. Und die Hände nach vorne wandern lassen, so weit es irgendwie geht, so weit wie möglich nach vorne. In den Hüftbeuger und Öffner. Atmen, so weit es geht. Und langsam, wenn ihr an der Grenze angekommen seid, die Stirn nach unten sinken lassen. Und tief und sanft atmen. Ganz ruhig. Kiefer ist locker, das Gesicht weich.
einatmen, beim nächsten Ausatmen zurückkommen. Langsam zurückwandern und nach hinten rutschen. Das Kissen weg, Beine strecken, mal ausschütteln. Die Hände links und rechts neben den Hüftknochen abstellen und einfach mal ganz gerade die Füße vielleicht flexen, ganz gerade sitzen, Arme strecken und so gerade wie möglich sitzen. Der Blick geht nach vorne, es ist alles entspannt. Wir arbeiten nur mit unserem Atem. Die Muskulatur arbeitet natürlich genauso, die Bandas, die innere der Rücken, alles wird gestärkt. Wir lösen mal die Hände, gucken, ob wir genauso auch sitzen bleiben können. Schultern sind entspannt, atmen weiter. Von hier die Hände zurück zum Boden, neben den Sitzknochen. 10 cm nach hinten, Mattenbreite öffnen. Und nun die Füße aufstellen, hüftbreit. Wir üben jetzt den Tisch. Und der geht folgendermaßen. Einatmen, das Becken hoch, nach oben, soweit es geht, nach oben atmen. Blick zum Bauchnabel, ausatmen, zwischen den Händen durchatmet. Wenn das nicht gleich geht, einfach setzen. Einatmen, zurückkommen. Ausatmen, durchatmen, kurzes Absetzen oder halten, einatmen, zurück, ausatmen, durch, die Hände, das Becken, einatmen, zurück. Noch einmal durchatmen, beim nächsten Mal halten wir die Position oben im Tisch und drücken das Becken so weit wie möglich nach oben. Wer kann, wer das, die Kraft des Nackens hat, kann den Blick auch zur Decke lenken. Tief und sanft ein- und ausatmen. Und weil es so schön ist, gehen wir noch einmal durch. Hier schwingen noch einmal die Hände durch und setzen uns ab, vorsichtig ab. Ein Stück nach vorne zur Matte rutschen, an den Anfang der Matte. Normalerweise hört jede Yogastunde auf mit der Totenstellung Shavasana. Ich habe mich entschieden, bei diesem Programm aktiv gleich in den Tag zu gehen, aber es bleibt jedem überlassen, ob er sich ab hier einfach nach hinten zurückrollt, die Hände öffnet, Handflächen nach oben zeigt, Beine leicht geöffnet, sich einfach noch ein wenig ausruht und sammelt oder mit uns jetzt diese Übung macht, dieses Rolling und dann kraftvoll die Energie mitnimmt in den Tag. Beides ist gut und beides ist möglich. Entscheide du das. Je nach deiner Tagesform. Von hier entweder nach hinten in Shavasana oder die Zehen aufstellen, die Hände unter den Knien einhaken, ganz locker, einatmen, beim nächsten Ausatmen die Stirn zu den Knien senken und beim Ausatmen nach hinten rollen wie ein kleines Paket und wieder nach oben kommen, neu justieren, nochmal nach hinten rollen. Nach oben, ausatmen, nach hinten, nach oben und beim vierten Mal versuchen wir, auf die Füße zu kommen. Nach oben und auf die Füße, das geht ja schon wie geschmiert hier, links und rechts die Hände auf den Boden. Gesicht entspannen, einatmen, beim nächsten ausatmen, langsam die Knie strecken und nochmal einatmen. Und beim nächsten Ausatmen langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Oben angekommen, nach hinten und unten rollen die Schultern. Einatmen, großer Kreis nach oben. Und ausatmen, die Hände treffen sich vor dem Herzen. Wir führen die Hände zur Stirn für die Klarheit der Gedanken, zu den Lippen. Für die Wahrheit des gesprochenen Wortes und zum Herzen, für die Reinheit des Herzens. Namaste and have a good day. Gut gemacht.